Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Quadratisch Wollig Warm. Heute stricke ich diesen Flicken. Und ich spreche darüber, was passiert, wenn ich all meine Wollreste verstrickt habe. Wie immer stricke ich zuerst die unteren Randreihen oder Randmaschen. Dafür nehme ich 3 Randmaschen und der Musterrapport sind immer 2 Maschen und 2 Reihen. Das heißt, ich muss eine gerade Maschenzahl anschlagen. So, nach meinem Rand starte ich jetzt mit dem Muster. Wie immer habe ich 3 Randmaschen. In der ersten Reihe vom Muster stricke ich einfach alle Maschen rechts. Und meine 3 Randmaschen stricke ich ebenfalls rechts. Umdrehen und wieder zuerst meine 3 Randmaschen. Und nun stricke ich das Muster immer. Eine rechts, eine links. Eine rechts, eine links bis 3 Maschen vom Schluss. Und meine 3 Randmaschen wieder rechts. So, und das war's auch schon an Muster. Und so geht's jetzt immer weiter. Erst meine 3 Randmaschen, dann in der Hinreihe alle Maschen rechts. Und in der Rückrunde wieder meine Randmaschen rechts und dann einfach eine rechts, eine links. Da ich in allen Projekten eigentlich immer davon spreche, dass ich dieses Jahr meine Spendenwolle verstricken möchte und auch diese Wollreste hier, die alles Reste von Spenden sind, verstricken möchte, wurde ich natürlich gefragt, was ich denn mache, wenn ich dann alles verstrickt habe und quasi keine Spendenwolle mehr habe und keine Reste mehr habe, ob ich dann aufhöre, Spenden zu stricken. Und nein, das habe ich nicht vor. Mir macht das wirklich viel Spaß. Es ist etwas Sinnvolles, das ich mit meinem Hobby machen kann, wo ich quasi Spaß und Sinnvolles verbinden kann, anderen Menschen auch noch dabei helfe und ja, einfach was Gutes tue und natürlich mir das auch ein gutes Gefühl gibt und ich mich darüber freue, wenn ich anderen Menschen helfen kann. Aber auch einfach, und das ist ein sehr egoistischer Grund im Grunde genommen, ich dadurch natürlich extrem viel stricken kann. Also wenn ich nicht Spenden stricken würde, dann wüsste ich gar nicht, wohin mit all den Stricksachen. Und dementsprechend würde ich natürlich wesentlich weniger stricken, weil ich bin ja da eher minimalistisch auch veranlagt und ich könnte jetzt für mich selber nicht irgendwie 20 Mützen stricken. Das würde ein bisschen gegen meine Natur gehen, sage ich jetzt mal. Von daher höre ich natürlich nicht auf, Spenden zu stricken. Ich möchte nur nicht mehr auf Spendenwolle angewiesen sein. Ganz einfach aus dem Grund, dass ich jetzt seit, 6, 7 Jahren oder was mit Spendenwolle stricke. Und da natürlich sehr viel Wolle auch dabei war und dabei ist, die ich persönlich jetzt mir nicht ausgesucht hätte. Sei es jetzt vom Material oder auch von den Farben. Also so Sachen wie zum Beispiel alle Rot- und Orangetöne und Gelb, das ist einfach überhaupt nicht meine Farbe, würde ich mir niemals selber so aussuchen. Und ja, ich möchte mir jetzt nicht sagen, dass es keinen Spaß macht, damit zu stricken, aber ihr kennt das ja selber. Wenn ihr Wolle habt, die ihr mögt, die ihr schön findet, auch vom Material natürlich und wie sie sich verstricken lässt, dann macht das Stricken definitiv mehr Spaß als mit einem Garn, das ihr jetzt vielleicht für andere gekauft habt, weil die sich ein Projekt daraus wünschen oder so und ihr selber das nicht so schön findet. Also
Ja, ist dieser Wunsch, diese Spendenwolle wegzuhaben und dann nur noch mit selbst gekaufter Wolle zu stricken, auch wieder relativ egoistisch, dass ich einfach nicht mehr mit Garn stricken möchte, das ich selber nicht wirklich mag. Sagen wir es mal so. Ja. Also ich werde definitiv nicht aufhören, deswegen Spenden zu stricken und werde, glaube ich, auch weiterhin genauso viel Spaß daran haben. So, man sieht es schon langsam schon, hier bildet sich das Muster heraus. Seht ihr das? Und am Ende stricke ich natürlich ein paar Reihen kraus rechts. Also einfach rechte Maschen hin, rechte Maschen zurück. Damit der obere Abschluss, die obere Kante, genauso aussieht wie die untere. Und am Ende kette ich natürlich noch ab. Und fertig ist der Flicken. Bis zum nächsten Mal.